Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Magazin Wirtschaft Neckar-Alb-Wiener. Für kleine Betriebe ist die Umstellung auf umweltschonende Prozesse ein großer finanzieller Aufwand und stellt deshalb oft ein Hindernis dar. Der Ammerbucher Karosserie- und Lackierfachbetrieb Mörle hat trotz seiner Größe von nur 9 Mitarbeitern keine Kosten und Mühen gescheut, um seinen Betrieb so umweltschonend wie möglich umzubauen. Dafür erhielt er in diesem Jahr auch den Umweltpreis der Stadtwerke Tübingen. Für den grünen Landtagsabgeordneten Daniel Lede-Abal eine interessante Station seiner Sommertour. Für Umweltschutz steht ein Karosserie- und Lackierfachbetrieb im ersten Moment wohl eher nicht. Dennoch hat Inhaber Jörg Mörle aus Ammerbuch alles daran gesetzt, seinen Betrieb so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Dieses Engagement bescherte ihm in diesem Jahr nicht nur den Umweltpreis der Stadtwerke Tübingen, sondern auch einen Besuch des grünen Landtagsabgeordneten Daniel Lede-Abal. Also wir haben gehört, dass Herr Mörle sehr engagiert im Bereich Umweltschutz ist, auch sich viele Gedanken gemacht hat, wie er seinen Betrieb umstellen kann auf eine möglichst schonende Arbeitsweise. Und das hat mich einfach interessiert, mir das mal anzuschauen, die Überlegungen, die dahinter stehen, die Konzeption anzuschauen. Neben einer Einführung in die Arbeitsweise des Lackierens erklärte Inhaber Mörle vor allem, was er alles umgestellt hat, um seinen Betrieb umweltschonender zu gestalten. Wir versuchen, so wenig wie möglich Abfälle zu produzieren. Wir haben ein Blockheizkraftwerk gebaut, das die Wärme praktisch herstellt und zur gleichen Zeit Strom macht, den wir auch sofort verbrauchen können. Das ist so das Herzstück hier in der Firma. Daneben gibt es noch so kleinere Geschichten wie höhere mehrfache Filteranlage, um einen höheren Abscheidegrad des Lackiernebels zu bekommen und so Sachen wie eine Zisterne, ein Grasdach und solche Dinge. Begonnen hat die Umstellung mit kleinen Schritten, wie der eben genannten Dachbegrünung oder einer Photovoltaikanlage. Das neue Blockheizkraftwerk, das auch Strom erzeugt, war irgendwann nur noch eine logische Erweiterung, genau wie das Konzept einer neuen LED-Hallenbeleuchtung, die das ganze Projekt abrundet. Die Anstrengungen des doch recht kleinen Ammerbucher Betriebs beeindruckten auch den Landtagsabgeordneten. Also der Eindruck ist jetzt schon, dass man sich hier ganz grundlegend Gedanken gemacht hat und eigentlich für den gesamten Betriebsablauf, für den ganzen Bereich Energieverbrauch, wie entsorge ich, sich sehr viele Gedanken gemacht hat und einfach Betriebsabläufe geschaffen hat, die es ermöglichen, möglichst umweltschonend zu arbeiten. Und das finde ich für einen Betrieb, wo man das vielleicht nicht gleich erwartet, wie eine Lackiererei oder wo Karosseriearbeiten stattfinden, eigentlich eine außergewöhnliche Idee. Diese außergewöhnliche Idee kam Inhaber Mörle nicht allein nur durch Umweltschutzgedanken. Ich denke, wir Unternehmer müssen uns unserer Verantwortung schon bewusst sein. Und ich wollte da auch was der Gesellschaft und dem Land, dem Deutschland, was zurückgeben, weil es mir ermöglicht hat, das zu tun, was ich jetzt mache und damit auch erfolgreich zu sein. Und ich finde einfach, wir müssen da wieder was zurückgeben an uns alle. Mit vielen kleinen Schritten, die nach und nach umgesetzt werden, kann auch ein kleiner Betrieb viel für den Umweltschutz beitragen. Das hat Jörg Mörle mit seinem Eifer jedenfalls klar bewiesen. Auch im Juli ist laut der Arbeitsagentur Reutlingen noch keine spürbare Entspannung auf dem Arbeitsmarkt festzustellen. Die Jugendarbeitslosigkeit erhöhe sich momentan ebenfalls, auch weil Prüfungstermine wegen Corona verschoben werden mussten. Dafür sanken die Anzeigen auf Kurzarbeit. Die genauen Zahlen lauten wie folgt. 3,6% Arbeitslose gibt es im Landkreis Tübingen. 4,3% im Zollernalbkreis. Im Kreis Reutlingen sind 4,6% ohne Arbeit gemeldet. Bei den einzelnen Geschäftsstellen hat Münzingen mit 3,5% die Nase vorn, dicht gefolgt von Tübingen mit 3,6%. Die Arbeitslosenquote in Balingen und Hechingen beträgt jeweils 3,7%. Bad Urach liegt bei einer Quote von 3,8%. Reutlingen vermeldet 4,9%, die ohne Arbeit sind. Und Tabellenschlusslicht ist Albstadt mit 5,2%.
Aufgrund der Krise erhielten etliche Unternehmen, Gewerbetreibende und Selbstständige Corona-Soforthilfen, um mögliche Liquiditätsengpässe zu überwinden. Dieser Zuschuss muss grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden, es sei denn, er hat sich für den bewilligten Zeitraum als zu hoch erwiesen. Dann müsse der Überschuss der L-Bank als Bewilligungsstelle unverzüglich mitgeteilt werden, so die IHK Reutlingen. Allen Förderempfängern wird daher geraten, zu prüfen, ob Geld zurückzuzahlen ist. Die grünen Landtagsabgeordneten Daniel Lede-Aball und Thomas Poreski sprachen sich beim IHK-Wirtschaftsgespräch für ein Konjunkturprogramm des Landes aus. Laut Poreski solle das Land für den Herbst einen eigenen Impuls setzen, insbesondere wenn das Infektionsgeschehen noch einmal anziehe. Lede-Aball nahm besonders den Handel ins Blickfeld, denn die Branche stünde unter einem enormen Druck und wartet dringend auf Unterstützung. Das war unser Magazin Wirtschaft Neckaralb Wina für heute. Kommende Woche sehen Sie eine neue Ausgabe. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.